Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Alpha Centauri, zurück bei unseren Gaianern. Es gab eine kurzfristig anberaumte Vertreterversammlung, die 10. Ihr habt Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen wollen wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen. Es war teilweise ziemlich knapp und spannend, wie das hier geendet ist. Die erste Frage, soll der Krieg beendet werden? Und nach wie vor stimmt eine Mehrheit dafür, und sagt, nein, der Krieg soll weitergeführt werden. Das ist wirklich interessant. Ich hätte gedacht, dass ja, durch diese veränderte Situation das hier so ein bisschen kippen wird. Ich persönlich hätte, glaube ich, anders entschieden. Aber das ist das Tolle irgendwie auch an dem Konzept, dass man aufgrund dieser Abstimmung auf Wege gebracht wird, die man sonst nicht gehen würde. Gut, also der Krieg wird weitergeführt. Und die entscheidende Frage ist ein bisschen, was sind jetzt unsere Kriegsziele? Und das ist die knappste Entscheidung gewesen hier überhaupt. Mit einer Stimme Mehrheit hat die Auffassung gewonnen, nur noch Green Industries erobern. Also ein relativ begrenztes Kriegsziel wurde hier gewählt. Knapp vor die gesamte Halbinsel erobern, was wiederum doch eher ein ausgedehnteres Kriegsziel ist. Nun gut, wir versuchen das umzusetzen, dazu später mehr. Soll es einen Schwerpunkt auf die Luftwaffe geben? Nein. Mit einer knappen Mehrheit wurde das abgelehnt, also weiter ausgewogene Verteilung der Produktion. Soll weiter kolonisiert werden? Hier aber eine deutliche Mehrheit für ja. Und bei der Frage wo gab es auch eine relativ deutliche Mehrheit für Seebasen in den Geothermal Shallows. Werden wir ebenfalls versuchen anzuleiern. Dann, das war eher eine Formalie, dementsprechend eine sehr deutliche Mehrheit, soll das globale Handelsabkommen beschlossen werden? Ja, soll es. So, das hier ist spannend. Wollen wir, wenn es möglich ist und wir 3/4 der Stimmen erhalten können, die Wahl zum Oberbefehlshaber einleiten? Und das war ebenfalls eine super knappe Abstimmung. 5%, nein, nicht 5%, 5 Stimmen Vorsprung für ja. Das heißt, im Zweifel das Spiel beenden, auch wenn wir noch nicht alle Geheimnisse des Planeten erfahren haben, wollen wir diese Siegesmöglichkeit nutzen. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das, dass es in dieser Staffel passiert? Ich sage mal so, ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus min-maxen und das irgendwie massiv durchdrücken, sondern wir werden so weitermachen wie bisher. Wenn es möglich sein sollte, auch unter Berücksichtigung der Bestechung von Lal, dann werde ich es machen. Aber wenn nicht, dann nicht. Und dann werden wir gegebenenfalls in den nächsten Staffeln auch über diese Frage nochmal entscheiden müssen. Wenn zum Beispiel der Planet wieder mit uns Kontakt aufnimmt, kann durchaus sein, dass der ein oder andere dann der Meinung ist, oh, das geht in eine spannende Richtung, da will ich mehr erfahren. Also, wir werden gucken, wenn es in der Staffel funktioniert, dann würde ich es machen, ansonsten wieder Vorlage. Soll es eine oder zwei Forschungsprioritäten geben? Hier auch erstaunlich, eine Mehrheit für zwei, allerdings diesmal mit Schwerpunkt Entdecken und Forschen, das sind dann die beiden. So, das hat jetzt entsprechend Niederschlag gefunden in dieser Übersicht. Ich habe das hier in den aktuellen Vorhaben aktualisiert. Die Gesetze sind so geblieben, wie sie sind. Hier gibt es noch eine kleine Aktualisierung. Wir sind jetzt im Krieg mit Miriam, den wir defensiv führen, und der Krieg mit Yang. Hier ist das Kriegsziel eingetragen worden. Diese Übersicht findet ihr auch immer als Link in der Videobeschreibung. So, und dann sind wir hier zurück auf unserem neu besiedelten Planeten und wollen die Dinge hier mal durchführen, die ihr entschieden habt. Als erstes werde ich das Konzil einberufen und das globale Handelsabkommen zur Abstimmung stellen. Im Moment sieht es so aus, 2 gegen 2, Lal und Zakharov stimmen mit Ja, Yang und Miriam mit Nein, natürlich, weil sie grundsätzlich dagegen sind, was wir machen, sind im Krieg mit uns. Wir haben aber die 5. Stimme, stimmen mit Ja, und damit ist der Antrag angenommen. Großartig. So, damit hat sich das Handelseinkommen verdoppelt und wir können mal schauen, was das bedeutet. Wir sind jetzt bei 186 Nettoeinkommen. Wir hatten, glaube ich, vorher, ich hatte nochmal geschaut, 114. Und jetzt gucke ich mal, wenn wir hier auf Forschung 60% gehen, kommt auf 105, und ich denke, das ist okay. Das werden wir machen. Wir werden dadurch unsere Forschung weiter vorantreiben. Bestätigen wir das mal. Schöner Nebeneffekt des Ganzen. So, dann Stichwort Forschung. Wir müssen die Forschungsschwerpunkte definieren. Nämlich Entdecken und Forschen sind jetzt unsere Schwerpunkte. So, dann gab es doch ein vehementes Plädoyer von einigen von euch dafür, dass ich mir diesen autonomen Reaktor nochmal anschauen
soll. Und das werde ich gerne tun. Wir werden ein paar Einheiten neu designen. Dazu muss man sagen, dieser autonome Reaktor lohnt sich vermutlich vor allem bei Einheiten, die ja, möglichst lange noch dabei sind, also möglichst selten sterben, weil dann rentiert sich das besonders, weil man hat ja höhere Produktionskosten zu zahlen. Ja, und insofern nach dem Kriterium gehen wir mal durch. Und vor allem muss man bedenken, je teurer eine Einheit ist, umso teuer ist auch der Einbau. Also insofern werde ich jetzt erstmal bei den Flugzeugen, das sind sehr teure Sachen, und bei den Schiffen davon ablassen. Wüstenfuchs ist für mich auch nicht sinnvoll, ist eine Offensiveinheit. Bei der FLAG könnte man das machen. Spezialfähigkeit hypnotische Trance, ja, das nehmen wir mal raus. Wir nehmen dann mal lieber den autonomen Reaktor rein. Das Ganze wird dann umbenannt FLAG 2.2 in Klammern A als Zeichen dafür, dass das Ding autonom ist. Das wenden wir an und die alte FLAG machen wir einfach mal veraltet. So, Seeadler nein. Bei der Polizei würde es Sinn machen. Allerdings haben wir hier zwei wichtige Spezialfähigkeiten, die ich nicht rausnehmen möchte. Hypnotische Tranceabwehr gegen Psi und gewaltarme Methoden zweimal Polizei macht. Das ist ganz wichtig. Lassen wir drin. Sperber finde ich nicht so sinnvoll. Seeraupe haben wir ganz selten im Einsatz, glaube ich. Kann man aber machen hier. Ja, machen wir mal. Benennen das um. Seeraupe A. Und wenden das an. Und die alte Seeraupe, die kann dann weg. Okay, beim Falke mache ich es nicht, bei der Koloniekapsel auch nicht, bei der Raupe. Oh, warte mal, ich habe jetzt hier einiges übersprungen, das ist schlecht. Oh ja, Seeformer und Former, da könnte das noch relevant sein. Beim Seeformer brauchen wir kein Tiefenradar, da nehme ich das mal mit rein. Name ist dann Seeformer 21A, das wenden wir an. Und ja, man könnte natürlich das noch hier drin lassen, um die Upgrades sich zu ändern, dass man hier Upgrades machen will. Weil wenn das auf veraltet steht, dann findet man das immer nicht wieder. Und hier kann man wunderbare Automatik-Upgrades machen, muss dann aber alle upgraden. Ich will aber mit unseren Energieeinheiten, die wir haben, die hier upgraden, dann werde ich das nämlich auch einführen. Allerdings müssen wir hier was rausnehmen und ich werde die Fungizid-Tanks rausnehmen, weil wir sowieso keinen Fungus derzeit entfernen dürfen, außer wir gründen irgendwo eine Stadt. Und dann ist die Geschwindigkeit auch nicht so entscheidend. Bauen wir hier den autonomen Reaktor rein, verändern den Namen, indem wir das F wegnehmen und das A nennen und wenden das an und werden jetzt ziemlich viel Energie aufwenden, um 19 aktive Former F25 abzugraden in den neuen Typus 1140. Aber das führt dazu, dass wir, na, ich würde fast sagen, wirklich 19 Mineralien sparen, weil ich glaube, fast alle Städte nutzen mehr als zwei Einheiten und der kostet sie dann nichts mehr. Das ist schon sehr, sehr effizient, glaube ich. Okay, machen wir diese Modernisierung. So, damit können wir auch das alte Modell, ach, das ist automatisch rausgenommen, ja, finde ich gut. Milan, nee, Artillerie, da könnte man das machen. Machen wir aber nur die neuen. Nennen das auch um Artillerie A. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Upgrades machen. Wenden wir an. Die bringen wir auf veraltet. So. Okay. Seemöwe, Koloniekapsel. Was ist das eigentlich für eine veraltete Seemöwe? Die können wir auch auf veraltet stellen. Das ist eigentlich auch veraltet. Ja, beim Transportflügelboot könnte man es noch machen, aber ich denke, wir haben es jetzt im Wesentlichen. So belasse ich das erstmal. Das ist damit abgeschlossen. Okay, dann jetzt zur neuen Strategie, zu den neuen Zielen. Das Ziel soll es sein, Gaia Green Industries zu erobern und danach Frieden zu schließen. Wir haben gelernt, dass es meistens so funktionieren kann, dass der Gegner uns einen Frieden anbietet und die zuletzt eroberte Stadt zurück will. Das heißt, nach dieser Logik, wenn das wieder so passiert, müssen wir erst Gaia Industries erobern und dann Fabrik Labyrinth. Wir haben hier eine vollständige Armee in der grünen Gemeinschaft. Da nutze ich mal Fracht 5. Fracht 5. Beschädigt 20, nicht beschädigt. Da nutze ich mal das Ding. Bring es hierher. Runde beendet. Und werde die jetzt da einzeln reinbringen.
So, eine Infanterie. Runde beendet. Ich weiß nicht, es geht viel leicht effizienter, ich weiß es aber nicht. Ich aktiviere sie. Ein Panzer. Runde beendet. Dann haben wir hier eine Artillerie. Runde beendet. Dann haben wir hier noch eine Infanterie. Runde beendet. Und wir haben eine Flak. Runde beendet. So. Und die wird das nächste Mal sich dann hier hinbegeben, dort landen und den Angriff dort machen. Und von dort aus werden wir dann einige Truppen hierhin bringen. Das sollte relativ schnell dann funktionieren. Den schicke ich mal zum Begleitschutz hier rauf. Runde so. Beendet. Jetzt habe ich hier gesehen, wir haben hier noch einen Sperber. Den werde ich mal aktivieren und hierhin bringen. Von dort aus können wir mit der etwas geringeren Flugreichweite Fabrik Labyrinth sehr gut angreifen. Stationieren wir den dort. Fällt mir besser. Beendet. Soweit erstmal zu diesen Einheiten, Bewegungen. Wir haben noch weitere Sperber. Die wollte ich eigentlich bei den anderen Armeen lassen, aber ich bringe sie jetzt nach vorne, weil die Hubschrauber sind echt gut, glaube ich, weil sie doppelt angreifen können. Wir müssen bloß ihre Reichweite immer beachten. 8, 13, nee, kommen wir nicht hin. Müssen wir erstmal dahin fliegen. Runde beendet. Und wir haben in Arcadia auch noch einen Sperber. Den aktiviere ich auch noch. Gucken mal, wie weit er kann. Ah ja, perfekt. Oh ja, das wird uns richtig schöne Angriffskraft Runde geben. Runde beendet. Hervorragend. So, dann habe ich mal durchgeschaut. Wir haben ja einige Viren noch in der Hinterhand. Damit wir die nicht vergessen, werde ich die mal jetzt nicht in den Basen stationieren, sondern hier so ein bisschen im Fungus. Das ist unsere erste Verteidigung, falls Miriam wirklich angreifen sollte. Wir haben in Küstenhain noch ein Virus. Den aktiviere ich mal. Ja, und den stationiere ich jetzt hier einfach im Fungus. Runde beendet. Wir haben noch in Sonnenwacht einmal Psychoviren. Die positioniere ich hier an der Küste. Da vielleicht. Runde beendet. Und wir haben in Klippental auch noch einmal Psychoviren. Die werden dann hier auf der Seite oder vielleicht sogar da, dann haben wir da eine interessante Sicht stationiert. Wäre auch nicht schlecht. Runde beendet. Soweit dazu. So, dann haben wir Seeblick neu unter unserer Führung. Zur Änderung, es gibt 10 Städte, die wir selbst kontrollieren. Da läuft unsere Hauptproduktion. Und solange wir Krieg führen, ist das auch das Hauptthema der Produktion. Seeblick hat im Moment keine richtige Aufgabe. Und da wollen wir was tun. So, was tun wir hier? Seeblick ist jetzt dafür verantwortlich, wofür Klippental vorher verantwortlich war. Das hat jetzt ein Gouverneur übernommen. Wir werden jetzt hier die Koloniekapseln formen und Raupen bauen für die Kolonien. Und damit starten wir dann auch gleich. Wir brauchen ja hier eine Seekoloniekapsel. Was ist denn der Unterschied zwischen der Fusionsseekapsel und der... Okay, die hat hier noch so einen höheren Verteidigungswert. Ist das relevant? 0242 oder 0142? Das muss ich nochmal kurz im Einheitendesigner mir anschauen. Da haben wir offenbar 2 Seekapseln. Also das ist die eine. Die hat den Reaktor. Das bringt aber eigentlich nichts, den Reaktor zu nehmen, oder? Das ist die andere. Ach nee, die hat eine Panzerung. Komisch. Kosten 40, kosten 50. Warum ist die aber da teurer eben gewesen? Braucht die eine Panzerung? Eigentlich ist das unsinnig. Okay, wir nennen die mal Seekoloniekapsel, so wie die andere. Wir bleiben mal bei der ohne Panzerung. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Spezielles wollte mit. Wir nennen die einfach mal so. Okay, anwenden. Und die andere, die kicken wir raus. Oder kann es sein, dass das quasi der gleiche Preis war? Ah! Verdammt, da habe ich jetzt das Falsche.
Oh mein Gott, abbrechen, das war Unsinn. Okay, Leute, ich will mich jetzt nicht so ewig damit aufhalten. Aber dieses Geheimnis will ich noch mal kurz ergründen. Wir sind bei 40. Und wenn wir Panzerung einnehmen, sind wir bei 50. Nee. Nö, nö. Hat jetzt der Namen nicht gegeben? Oh nein. Was habe ich getan? Doch, Seekoloniekapsel. Okay, passt auf. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, was wir bauen. Nämlich das günstigere Ding. Zwei Runden. Das wollen wir haben. So, das ist in zwei Runden schon gebaut. Prima. Gut, dann haben wir das erledigt. Und damit sind wir dann erstmal durch mit den ersten Sachen. Außer, sag mal, können wir nicht gegen dieses Flugzeug hier noch was unternehmen? Das ist ein Veteranenflugzeug. Vermutlich schwierig, ne? Wir brauchen... Ja, wir haben hier keinen guten Jäger. Unsere guten Jäger haben wir hier drüben. Gehärtet. Bereits bewegt. Den könnten wir einsetzen. Na, ich bin mir nicht sicher, ob er gut genug ist. Wir aktivieren ihn mal. Wir kommen dort mit... Ja, wir kommen dorthin. Der Einheit fehlt. Ach, verdammt. Die benötigte Fähigkeit. Es war gar kein Jäger, Leute. Ich bin durcheinander gekommen bei meinen eigenen Einheiten. In spitzen Klammern. Das sind die, die die Lufteinheiten angreifen können. Runde gut, beendet. Dann positionieren wir ihn dort. Haben wir denn hier noch was? Ja, hier. Der Falke 2.5. Aber den hatten wir schon bewegt. Insofern können wir hier niemanden zum Einsatz bringen. Dann ist das so. Allerdings, man könnte diese Garnison ja irgendwie abschießen, ne? Dafür haben wir hier vielleicht noch was stehen. Die Frage ist, ob wir da wieder abgeschossen werden. Habe ich 2.5? Der hat ja hier viele Flugzeuge drin, ne? Aber das sind alles Bomber. Insofern fühle ich mich ein bisschen sicher. So, jetzt machen wir es mal. Jetzt nehmen wir den. Fliegen dahin. Versuchen den Angriff. 117. Runde beendet. So, gegnerische Einheit erledigt. Und ja, die anderen können wir nicht mehr einsetzen. Okay, beenden wir die Runde. So, was macht er da? Der macht Rundflüge. Kontrollflüge. Da zieht er Einheiten weg. Spion berichtet, dass die Gruppierung Gläubige die Basis Noahs Regenbogen an die Gruppierung Pazifisten verloren hat. Sind die auch mit denen im Krieg? Das wäre ein Ding. Das finde ich gut. Ja, großartig, Lall. Hätte ich nicht von dir erwartet. Seetang expandiert? Wald expandiert. Okay, Küstenhain, Seetang. Drohnenaufstände beendet. Pappelgrund ist beendet, ist klar. Das kann erstmal weitergehen. Produktion abgeschlossen. So, in Aldor haben wir Infanterie 2.4. Ja, da ist nämlich die große Frage, wie machen wir weiter? Wir gehen mal zur Basis. Das betrifft jetzt alle unsere Städte, die wir selbst kontrollieren. Ich denke, wir werden jetzt hier mal so eine Art Produktionspause einlegen, was Einheiten betrifft. Und fast überall den hybriden Wald bauen, weil der so stark ist für uns. Wenn wir uns das anschauen, steigert den Wert für Psychowirtschaft auf was um 50%, eliminiert Umweltschäden und steigert halt die Waldfelder. Das ist in allen Punkten einfach super. Wir haben überall sehr viel Wald, also das ist das Ding. Kostet allerdings sehr viel Produktion, 10 bis 15 Runden. Ist wahnsinnig viel. Im Moment hat sich aber meines Erachtens die Front relativ stabilisiert. Also es ist im Moment jetzt keine große Not, so viel zu produzieren. Deswegen werde ich das überall so jetzt mal versuchen. So, und die Infanterie 2.4, die bringen wir nach Arcadia, da sammelt sich die zweite Armee, die im Notfall im Übrigen auch uns hier verteidigen soll. Allerdings sehe ich gerade, ist sie das jetzt schon? Ist sie schon direkt angekommen? Nee, ne? Das war dann eine andere Geschichte. Okay, die habe ich nicht gesehen, die ist jetzt hier schon unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben hier beide Infanterieeinheiten, die wir brauchen. Passt auf, dann ändere ich den Befehl. Bitte nochmal widerrufen das Ganze. Dann sammelt sich jetzt eine dritte Armee in Kraterhain.
Warum dort? Weil falls Miriam hier angreift, dann haben wir hier auch eine Armee stehen, während der Bereich hier unten dann durch die Armee aus Arcadia gedeckt wird. Über die Magnetröhren sind wir ja relativ schnell dort. Also, da ist jetzt der Sammelplatz. Abgeschlossen. Gut, hier sind wir durch mit Terraforming. Was auch immer wir da gemacht haben, haben wir schon. Ich muss das überprüfen. Haben wir schon die Bodenanreicherung? Diese Verbesserung existiert bereits. Okay, dann können wir weitermachen und werden hier die Magnetröhren weiterbauen. Das große Thema. So. Hier. Ja, das ist fruchtbarer Boden. Aber ich glaube, warte mal, wir waren ja hier auch noch unterwegs, um Sensoren zu platzieren, wenn ich mich recht entsinne. Und das wäre zu überlegen, ob hier zum Beispiel nicht ein guter Punkt für einen Sensor ist. Schicken wir den mal dort weiter. So, du bleibst einfach da, hältst die Position. Sehr schön, die Infanterie ebenso, genau wie die andere. Den Sperber allerdings will ich rüberbringen. Der wird uns dort viel nutzen. Haut auch genau hin. So, das ist der... Nee, das ist... Okay, das ist der andere Sperber. Der muss erstmal hier bleiben. So, hier haben wir jetzt volle Einsatzfähigkeit. Hier könnten wir jetzt schon mal das Fabriklabyrinth angreifen. Wie viele Einheiten sind dort? Ja, da kann man schon mal ein bisschen was tun. Flugzeuge, die auf der Landebahn stehen, sind auch ein schönes Ziel. Du kommst auf jeden Fall zurück. Okay, so. Aber jetzt haben wir erstmal hier noch den Habicht. Einen frischen Habicht. Aber ich wollte eigentlich den Sperber hier gerade einsetzen. Bleiben wir mal dabei. Aktivieren. Fliegen wir mal da ran. Wir müssen zusehen, dass er in der gleichen Runde zurückfliegt. Das ist bei ihm, ja, 468 zu 55. Hervorragend. Wunderbar. Gleich einen schönen Nadeljet. Zerstört. Der nächste Angriff. Zweiter Nadeljet zerstört. Prima. Kann man jetzt noch ein drittes Mal angreifen? Ich glaube nicht, ne? 7 von 12 zurück kämen wir. Tatsächlich, wir können noch mal angreifen. Ist ja unglaublich. Wow. Damit haben wir jetzt... Damit ist dort keine Einheit mehr. Das hat ein Hubschrauber gemacht. Oh Gott, die sind ja eine überlegene Waffengattung. Ist ja unglaublich. Wir fliegen zurück. Wow. Das Blöde ist natürlich, die kann man immer nur so im Umfeld von 3-4 Feldern einsetzen. Das heißt, hier unten eher schwierig. Und hier will ich ja noch nicht erobern. Das ist so ein bisschen das Dilemma jetzt. Naja, gut, wir haben sie da immerhin. Bleiben sie mal dort. So, ich würde sagen, wir werden als nächstes mal unsere Einheiten näher bringen. Wir wollen am Ende hier irgendwo hin. Wir können uns 6 Felder weit bewegen. Das müssen wir aber natürlich gut abdecken. Aber wir können noch weiter, weil das... Ne, wir können nicht mehr weiter. Okay, dann bleibt mal dort. Das schützen wir jetzt durch das Schiff. Okay. So. Achso, weil wir neben einem Landfeld stehen, ist das Ganze aktiviert. Ich verstehe. Wollen wir aber nicht. So, der Habicht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Was haben die hier stationiert? Einiges. Ich meinte, da muss irgendwann angegriffen werden. Haben die auch eine... Weil wir können das schon mal vorbereiten. Aber das Problem ist, dass wir keine Jäger jetzt hier haben zum Schutz. Das könnte dann wieder unsere Bomber kosten. Ja, den habe ich ja gerade darüber geschickt. Wir haben sowieso relativ wenig Jäger. Die müssen wir nachbauen. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, das ist nur so ein Billigjäger. Wo haben wir denn den Jäger, den ich hier gerade versehentlich in den Einsatz gebracht habe? Habe ich den wieder zurückgeschickt? Oder ist der abgestürzt? Nee, da ist er. Der Falke. Ja, ja, der muss aber Treibstoff tanken. Insofern warten wir auf die nächste Runde, bis der einsatzbereit ist.
So eine Insel der Tiefe bleibt hier einfach auch nochmal zur Sicherheit. Und wow. Kampfbatterie, ist das eine Flak? Das ist eine Artillerie. Sieht so aus, als hätte er hier keine Flak. Aber er hat hier einen Jäger. Ja. Nee. Greifen wir mal nicht an. Da könnte er uns abschießen. Lassen wir mal. Okay. So, hier unten bei unseren Kolonien. Da müssen wir natürlich jetzt auch was machen. Passt auf. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich habe hier eine Raupe mitgeschickt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Diese Raupe aktiviere ich jetzt mal. Wir haben hier ganz gut Nahrung. Deswegen werde ich jetzt diese Raupe auf den Energiepunkt bringen und das für diese Basis zur Verfügung stellen. Dabei das automatisiert, glaube ich, nicht angeschlossen wird, werde ich diesen Former... Ah, warte mal. Das ist insofern jetzt gerade ein Fehler gewesen, weil wir müssen der Raupe ja noch sagen, dass du zu dieser Basis gehörst. Ah, wie unclever. Okay, der Former... Den aktivieren wir aber mal und dann werden wir hier nämlich Solaranlagen bauen. Okay, der Aquaformer, da wäre es eigentlich ganz gut, das mache ich jetzt auch mal, das Ding aufzurüsten. Ach, wurde bewegt, kann nicht mehr aufgerüstet werden. Dann warten wir mal auf die nächste Runde, oder? Komischerweise weiter bewegen kann ich. Runde beendet. Warten wir auf die nächste Runde. Okay, mit euch, mit dem Virus, haben wir alles abgesucht. Ich sehe aber gerade, wir können hier auf diesem Wege dorthin laufen. Das ist ja cool. Das machen wir dann das nächste Mal. Und mit diesen Einheiten hier... Ah, wisst ihr was? Die bringen wir auch wieder zurück. Die will ich dort doch nicht stationiert haben. Die bringen wir als Transporteinheit hier irgendwie in unsere Richtung wieder zurück. Runde beendet. Ja, vor allem das Transport-Tragflügelboot. Ja. Bitte dahin fahren. Runde beendet. So, dann hätten wir jetzt erstmal das alles getan. Okay. Dann schauen wir, was der Gegner macht. Er fliegt da mit seinen Bombern, verlegt die in Richtung Fabriklabyrinth. Das ist natürlich für unsere... Oh Gott, der hat so viele Raketen, die Universität. Das ist natürlich für unsere Helikopter ein gefundenes Fressen. Oh wow, Lal und Miriam verlieren gegen die Insel. Oh mein Gott, war die Landung hier unten? Das waren aber viele. Ach du Schreck. Okay, wir haben ja unseren großen Virus, das könnte helfen. So, hier produzieren wir ein Sondierteam. Die Insel der Tiefe ist in Wirklichkeit keine Einzelkreatur, sondern eine Kolonie von tausenden Tubuli. Ein aquatischer Vektor des Psychovirus, der die Planetenkontinente terrorisiert. Im Verlauf ihrer Lebensspanne sondern bestimmte Tubuli eine harte, klebrige Substanz ab, die sich weiter verhärtet und die für die Kolonie charakteristische Hülle bildet. Die Hülle, auf der die Kolonie treibt. Dadurch entsteht das Bild einer einzelnen Insel. Lady Deirdre Sky, vergleichende Biologie des Planeten. So, da haben wir doch schon wieder was kennengelernt. Was gibt's hier noch? Die Centauri-Empathie und die Ökotechnik enthüllen das riesige Ausmaß und die Vielschichtigkeit des Ökosystems auf dem Planeten. Untersuchungen auf dem Gebiet der Centauri-Meditation werfen Licht auf den nächsten, fast schon erschreckenden Schritt, den Versuch der direkten Verständigung mit dem Planeten selbst. Oh Leute, wir sind da, glaube ich, einer großen Sache auf der Spur. Centauri-Reservat ist möglich, ist eine normale Einrichtung. Reduziert die Auswirkungen der Industrie auf die Umwelt des Planeten. Alle auf dieser Basis gezüchteten außerirdischen Lebensformen erhalten Lebenszyklus 1. Wir züchten ja kaum, aber die Umweltauswirkungen sind natürlich interessant für uns. Dann haben wir die Xeno-Empathie-Kuppel. Das ist ein Geheimprojekt. Alle Xenofungusfelder werden wie Straßen behandelt und die Rate, in der ihre Former Fungus anpflanzen oder entfernen können, verdoppelt sich. Alle von ihnen gezüchteten außerirdischen Lebensformen erhalten einen Lebenszyklusbonus von plus 1. Ich weiß gar nicht, ob die noch machbar ist. Insel der Tiefe können wir jetzt selber züchten.
und Empath ist eine neue Spezialisierung, die wir nutzen können. Außerdem steigert das Ganze die Energieproduktion in den Funkusfeldern. Okay. Eine Episode aus dem Planetenbuch. Ja, Lady Deirdre, ich sagte Gedankenwellen. Dr. Scott verzieht sein Gesicht zu einem faltigen Lächeln. Ein Abbild einer anderen Welt, ein grinsender Totenkopf. Definitiv die Psychoviren, vielleicht der Fungus selbst. Sogar nach der Isolierung der vergänglichen menschlichen Gedankenmuster ist eine komplexe Wellendynamik vorhanden. Es besteht, das ist schwer zu lesen, guten Grund anzunehmen, dass zumindest ein ansatzweiser Denkprozess stattfindet. Soll das bedeuten, dieses Zeug kann denken? Fragen sie halbherzig, noch nicht bereit, dieser Vorstellung ganzen Glauben zu schenken. Wenn das der Fall ist, dann unterscheidet sich diese Gedankenwelt in einer bemerkenswerten Art und Weise von jener der Menschheit. Der grundsätzliche Kreislauf des kognitiven Feedbacks scheint jedoch vorhanden zu sein. Dr. Scott lehnt sich nach vorn und zeigt mit seinem Datalink-Stift auf die Grafik. Die beeindruckendste Eigenschaft dieses Kreislaufes ist seine Fähigkeit, von Kreatur zu springen, wobei jede Fungusspore als eine Synapse funktioniert. Einzeln gesehen sind die Sporen und Viren unbedeutende Lebensformen. Der Feedback-Mechanismus, den wir in Fungusblüten oder Psychovirus-Schwärmen antreffen, ist jedoch beeindruckend. Wie lange kann es sich ausbreiten? Ihre Neugierde ist nun geweckt. Hat es die Grenze zum reflexiven Denken überschritten? Schwer zu sagen. Theoretisch könnte eine starke Welle hell und klar auf dem ganzen Planeten widerhallen. Die vorhandenen Distanzen würden jedoch einen vollen Status an Selbstbewusstsein problematisch erscheinen lassen. Vielleicht einen quasi intelligenten Zustand, vergleichbar mit unseren Träumen. Haha, Leute. Wir haben also, wir erfahren immer mehr Interessantes über den Planeten. Faszinierend. Also es ist offenbar ein denkendes Wesen, der ganze Planet. Und der Fungus sind die Synapsen und die Tierwelt gehört irgendwie dazu. Faszinierender Gedanke. Wir werden hier auch jetzt auf den hybriden Wald gehen. Produktion abgeschlossen. Und genau das Gleiche machen wir auch hier. Wie gesagt, das will ich jetzt überall Produktion einführen. Abgeschlossen. In Arcadia haben wir das Forschungshospital. Wir müssen, ja, jetzt kann das, glaube ich, problemlos weiter wachsen. Wir schauen mal kurz. Jawohl. Dann werde ich auch das hier ändern. Und den hybriden Wald einführen. Produktion abgeschlossen. In Seeblick haben wir die Seekolonie-Kapsel. Hier müssen wir allerdings ein bisschen weiter. Aufstände. Ah, okay. Da sind wir jetzt zu groß geworden. Woran liegt es denn eigentlich? Wir haben Polizei. Ja gut, da müssen wir halt hier einen Spezialisten haben. Okay. Ah, das wird jetzt ein Empath. Bringt Psycho und Ökonomie. Ja gut, warum nicht? So, hier müssen wir was ändern. Und wir brauchen nämlich einen Seeformer dann auch noch zusätzlich. Genau, und wir brauchen Polizei. Produktion abgeschlossen. Das macht der Gouverneur. Da machen wir einfach Produktion weiter. Abgeschlossen. Prototheater, prima, Gouverneur. Produktion abgeschlossen. Forschungshospital, prima, Gouverneur. Prima. Okay. Und ich würde sagen, ein Angriff steht bevor. Hier sind viele schöne Kampfnadeljets einfach vor unserer Nase gelandet. Unsere Hubschrauber sind bereit, die alle zu killen. Haha, großartig. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.